Riechst du das auch, diesen wundervollen Geruch nach frischem Benzin, das Klingeln der Kassen und Öl? Tatsächlich Öl. In dieser Folge hier upgraden wir das allererste Mal eine Ölstation oder wie auch immer man dieses Apparillo-Teil überhaupt nennt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser kleinen Nachtschicht mit mir, Yoshi und dem Chat im Pumping-Simulator. Und falls du dir selber Videospiele kaufen möchtest und mich kostenlos supporten willst, gerne über meinen Link in der Beschreibung bei Instant Gaming shoppen gehen. Du kannst viel Geld sparen, egal ob bei PlayStation Guthaben, PC Spielen, Steam Guthaben, Switch Spielen, Switch Guthaben. Es ist so viel. Ich brauche mehr Geld. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Nachtschicht im Pumping Simulator. Ja, wir haben uns lange nicht mehr gemeldet. Die Tankstelle wurde etwas in Vergessenheit geraten oder ist etwas in Vergessenheit geraten. Trauriger Zustand, in dem wir uns hier gerade befinden. Aber es hat natürlich auch irgendwo einen Sinn, weil wir wollen das Spiel einfach nicht durchspielen. Deswegen haben wir auch lange nicht mehr reingeguckt. Aber es ist heute mal wieder soweit. Wir haben gerade 1.32 Uhr an einem Sonntagmorgen praktisch. Oder in einer Sonntagnacht, wie auch immer, Samstagnacht. Und ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal sofort zusammen rein. Wir hatten aufgehört bei Tag 60, so wie es aussieht. Und ja, wir haben hier zu Hause aufgehört. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wolfgang Junior? Ach ja, wir hatten zu wenig Geld, ne? Ja, doch, ich erinnere mich. Warte mal, ist unsere Frau denn happy? Warte mal ganz kurz gucken hier, mit Zuckerwatte nochmal, bei den Kids. Oh mein Gott, und wir haben sofort einen Namen. Wir müssen neue Kinder produzieren. Ja, das müssen wir definitiv auch. Chat, wir brauchen sofort einen Namen. Was nehmen wir denn da? Wir brauchen einen Namen. Dagobert Rüssel. Dagobert Rüssel finde ich eigentlich schon wieder sofort super. Dagobert. Ja, komm, nehmen wir Dagobert. Wie liest sich das? Wie sieht das so aus? Dagobert Rüssel. Boah, sieht schon sehr erhaben aus, finde ich. Könnte eigentlich so ein Drogenbaron werden bei uns. Oder eigentlich müsste Dagobert der Manager werden. Okay, Dagobert Rüssel. Oh, okay, Chat, wir brauchen Geld. Warte mal, wie sieht's mit unserer Perle aus? Können wir dir noch eine kleine Freude machen? Ach du Scheiße! Oh mein Gott, Chat, es geht... Das fängt ja schon wieder super an. DM, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schlaf schön und schön, dass du uns auf jeden Fall hier mit deiner Anwesenheit beehrt hast in diesem Stream. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, also das kann ja heute auf jeden Fall nur eine gute Pumping-Simulator-Schicht werden, wenn der Tag schon so anfängt. Naja, warte mal. Wir können noch mal ganz kurz hier... Kind, du bist zwar gerade erst auf die Welt gekommen, aber ja, ich weiß doch, was du magst. Zuckerwatte. Das mögen doch alle Neugeborenen. So, auf zur Tankstelle, Chat. Yoshi, der Stecher. Ja, ich bin mittlerweile wirklich... Ich bin einfach nur eine Babymaschine in diesem Spiel geworden, aber so ist das halt eben, ne? Oh, Alter, hier ist er so... Alter, warte mal, die ist sofort aufgewesen. Hier ist ja richtig was los. Oh, shit. Hier geht's ja richtig ab, Alter. Ich hab voll vergessen, wie es hier aussieht. Boah, Junge. Übel krass, was haben wir uns denn hier aufgebaut? Das ist ein Imperium geworden, Wahnsinn. Geil. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder hier einspielen. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das Ganze hier funktioniert hat. Denk daran, du hast ein eigenes Auto, haben wir, aber der Bus ist einfach tausendmal schneller. Ach, das habe ich in der Garage drin, das Auto, ne? Ja. Ja, der Bus ist einfach tausendmal schneller, ne? Aber ja, du hast recht, wir haben ja eigentlich sogar selbst jetzt mittlerweile ein eigenes Auto. Okay, ah ja, der Chat ist hier immer noch verewigt an der Toilettenwand, sehr wichtig und richtig. Okay, Chat, hatten wir, ich vergesse das ja immer, hatten wir irgendeine Priorität ausgemacht, worum wir uns kümmern wollen erstmal? Domi, dankeschön für dein Follow, mein Bester, dankeschön. Chat, mit Ausrufezeichen, war das Ausrufezeichen NPC? Ja, mit Ausrufezeichen NPC könnt ihr wieder an der Tankstelle erscheinen. Wir haben ja auch sofort, ne, Ferdinand Rüssel, Renate Rüssel sind sofort am Schuften. Sid ist am Einkaufen, sehr schön. Okay, das sieht aber alles super aus. Wie sieht denn unser Lagerbestand aus? Oh ja, da könnte man auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen.
Da kann man auf jeden Fall nochmal eben nachkaufen. Also, Sonama. Wir brauchen neue Getränke. Eis, glaube ich, haben wir viel zu viele. Ich glaube, da lösche ich mal ein paar raus. Janine, schlaf gut. Ich hoffe, du kannst gut einpennen, während du den Stream verfolgst. Wie kann man verewigt werden? Wir hatten das in so verschiedenen Streams gemacht, wenn man einen Sub dagelassen hat. Also egal, ob verschenkter Sub oder halt selber, also eigener Monat, praktisch fortgesetzt. Ja, hatten wir einfach so als Dankeschön praktisch an die Community für den Support gemacht. Okay. Xenox, einen wunderschönen guten Abend. Cat, machst du gemütlich. Okay. Boah, Junge, wir haben einfach wieder 20 Drogenpäckchen, ne? Junge, das ist so unnormal viel. Also da müssen wir echt mal gucken, dass wir die irgendwie losbekommen. Okay, normale Produkte sieht gerade aber noch ziemlich gut aus. Das freut mich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir holen aber trotzdem mal eben noch was auf Vorrat. Ja komm, lass mal eben zum guten Wolfgang. Mal eben kurz zum guten Wolfgang gehen. Ich glaube zwar... Ah nee, wir hatten gar keinen Piloten, ne? Wie teuer ist die Ölfabrik zu bauen? Boah, ich glaube, die war auch ein bisschen teurer. Müssen wir gleich mal eben glubschen. Einen Piloten sollten wir noch keinen neuen haben. Und Tank... Ja, ja, Piloten haben wir noch nicht. Ich sehe es gerade. Boah, das ist echt ein bisschen beschissen, ne? Dass unser guter Wolfgang... Die haben einfach Wolfgang getötet. Das ist unnormal, ne? Die haben einfach unseren Piloten getötet. Ich überlege gerade, ob wir... Chat, sollen wir einen neuen Piloten sofort anheuern? Also ich meine, eigentlich würde es Sinn machen, schätze ich mal, ne? Beziehungsweise Verewigung, als wir Pommespunkte setzen konnten für die Verewigung. Hast du die Holztafel noch? Klar. Natürlich. Ich überlege gerade, ob wir nicht jetzt schon los cruisen, mal eben nach Hause. Und ob wir nicht jetzt schon noch einen neuen Piloten anheuern. Die Drogen müssen halt weg. Ja, das ist es nämlich. Also ich meine, wir können die Drogen natürlich auch hier an der Tankstelle verkaufen. Aber ich meine, das dauert halt viel länger, glaube ich. Und wir verdienen halt weniger, schätze ich mal, ne? Ja, komm, wir gehen mal kurz nach Hause. Wir fahren nochmal eben nach Hause. Und dann lass noch mal eben, lass mal eben einen Sohn einstellen als Piloten. Wolfgang Junior, glaube ich, hatten wir, ne? Ich nehme dir welche ab. Ja, dann komm doch vorbei, Liebelein. Wir warten. Du kommst ja nicht. Du sagst immer, du kommst hier hin, bla bla bla, nichts passiert. Es sind nur Worte. Ich möchte Taten sehen, Annalena, Taten. Worte bringen mir nichts. Ah ja, hier ist unsere... unsere sexy Familienkutsche eingeparkt in der Garage. Junge, was ein geiles Gefährt. So. Wolfgang Junior, deine Zeit ist gekommen, mein Bester. Nee, das nicht. Hier, Hammer. Upgrade. Wolfgang Junior, du, mein Bester, wirst Pilot. Ich bin unterwegs. Zack, zack, jetzt. So. Druff da. Wünsche mir eine neue Belohnung. Ich habe knapp, nee, Cat, ich lege da nicht viel Wert auf die Belohnung, bin ich dir ganz ehrlich. Habe ich von Anfang an gesagt, weil sonst muss ich da immer irgendwelche Upgrades für machen und so, dass Leute da irgendwas für einlösen können. Und dafür streame ich einfach mittlerweile zu viel und dafür gibt es auch einfach zu viele Leute, die viel zu viele Pommes gesammelt haben in all der Zeit, weißt du? Deswegen, ich gebe da einfach gar keinen Wert mehr drauf, auf diese Pommes-Dinger zum Sammeln, weil es ist einfach viel zu viel geworden. Okay, also, wie viel Geld haben wir gerade noch? Wir haben 6.700. Boah, wir könnten Dagobert Rüssel einstellen. Boah, also ich meine, ey, wir könnten noch einen Stocker holen halt, ne? Ich habe 12.000 Pommes. Ja, manche haben hier wirklich einfach, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube, Kuhn hatte letztens geschrieben, einfach fast 1 Million. Also ich meine, Bro, egal was ich dafür mache, die Leute haben es halt eh. Ne, deswegen, das ist irgendwie nicht so optimal. Ich sammle sie eh lieber, ich will ja meine Millionen Pommes erreichen, genau so ist es. Tankwart. Stimmt, einen Tankwart konnten wir gebrauchen, ne?
Ja, da war noch was mit einem Tankwart. Ja, ihr habt recht. Ja, komm, scheiß drauf, Mann. Dann lass jetzt erstmal den Tankwart nehmen. Dagobert Rüssel zur Station geschickt. Perfekt. Ja, ich denke, das ist erstmal die richtige Entscheidung. Dann haben wir nämlich den Tankwart auch erstmal abgehakt. Dann haben wir jetzt einen Piloten. Wir haben einen Tankwart. Ja, okay, das sieht eigentlich alles sehr gut aus so. Ich hoffe, dass er uns gute Dienste erweisen wird, unser Tankwart. So, Kneipp, komm gut nach Hause, ne? Schön, dass du da warst. Annalena, bitte überfahr mich. Hast du die Drogen mitgenommen? Annalena, ich sehe keine Drogen in deinem Auto. Wieder leere Versprechungen gemacht. Okay, hier kommt aber sehr gut und sehr viel Geld rein. Das ist sehr, sehr schön. Ja, du auch später. Dankeschön. Boah, Junge, unser Laden sieht so geil aus mittlerweile, ne? Boah. Richtig nice. Richtig, richtig geil. Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht selber bestimmen. Da war der Wille wohl nicht da, ne? Da war der Wille wohl nicht da, Annalena. Naja, aber egal. Ich kann damit umgehen, alles gut. Ich finde es auch schön einfach, wie wir Zigaretten bei Süßigkeiten haben. Aber egal, das ist jetzt nicht unser Problem. Okay, wie sieht es eigentlich mit unserem Hotel aus? So, Maxi hat nochmal eben fett Geld abgehoben, wartet auf freie Zapfsäule. Ich glaube, davon können wir uns auch nochmal ein paar holen. So ein paar Geldautomaten. Alter, Domi auch nochmal mit einem verschenkten Sub einfach. Dankeschön. Vielen, vielen Dank einfach für den Nachtzuschlag. Komm, wir haben einfach 20 vor 2. Und da klatscht Domi einfach mal eben noch einen Sub raus. Ich danke dir doch von Herzen. Ach, guck mal, Anne und Pommes sind hier einfach. Moxie und Anne chillen hier einfach in unserem Hotel. Okay, aber sonst sieht es hier ziemlich leer aus. Okay, aber das ist doch schon mal super. Das heißt also, wir verdienen auf jeden Fall auch nebenbei weiterhin ein bisschen Geld mit unserem Hotel. Das ist schön. Ich meine, die Tankstelle läuft ja gerade eigentlich ziemlich von alleine. Lass mal kurz gucken gehen, Chat. Ich glaube, da hinten war hier so ein Ölding. Lass mal kurz gucken, wie teuer so ein Ölbohrding ist. Mandy, einen wunderschönen guten Morgen oder Abend, nachts, wie auch immer. Ich muss öfter zum Einkaufen kommen und vielleicht dann mal ein bisschen Glück haben, welche mitzunehmen. Ja, vielleicht machst du einfach mal sofort einen kleinen Abstecher hier zum Flughafen. Da können wir nämlich... Ah ja, stimmt, wir können doch mal eben Wolfgang auf Reisen schicken. Ist das Flugzeug vollgeladen? Es wurde nicht genügend Geld gesammelt. Okay, wir können doch mal eben das Flugzeug beladen. Hä? Wie ging das nochmal? So, und noch zwei weitere und dann können wir den nämlich schon mal wieder schön auf Drogenreisen schicken. Dann verdient uns der nämlich schon mal ein bisschen Geld. Also Pilot ändern, Wolfgang Junior. Wolfgang, bitte geh nicht drauf. Bitte geh nicht drauf. Zielort ändern, Afghanistan, Norwegen. Geschätzter Verdienst 3000 schicken. Mein guter Wolfgang Junior, trete in die Fußstapfen vom anderen Wolfgang, aber bitte stürze nicht ab. Lass dich nicht umbringen. Bitte lass dich nicht umbringen! Ich habe doch das letzte Mal schon da auf dem Boden geschlafen. Scheint ja ziemlich gemütlich zu sein. Ja, das Hotel scheint gut anzukommen bei dir. Sasi, Dankeschön übrigens auch noch an dich für dein Follow. Dankeschön. So, hier haben wir die Ölpumpe. 20.000. Ey, das geht. Man kann die sogar noch zweimal upgraden. Okay, 20.000. Ja, ja, okay, das müssen wir uns merken. 20.000. Wie teuer war der Flughafen? Wie teuer war das Flughafen-Upgrade hier? Bitte stirb uns nicht weg. Bitte nicht, Wolfgang. Okay, das sind 30.000. Okay, ja, das ist natürlich schon um einiges mehr, ne? Aber wahrscheinlich lohnt sich der Flughafen mehr. Ah, ne, wobei, warte mal. Nee. Wenn wir diese Ölbohrdinge haben, dann müssen wir vielleicht nicht mehr Benzin nachkaufen, ne? Für die Tankstelle. Ich glaube, da hatten wir letztens schon mal so ein bisschen drüber philosophiert. Boah, okay, vielleicht wäre das sogar eine ziemlich geile Investition. Ich weiß nicht. Chat, was sagt ihr? Ghost, hast du hier deinen angebissenen Apfel hingeschmissen? Oder deinen Burger? Was soll das? Zack.
Alter, Uschi hängt immer noch da oben fest. Nein, hatte ich nicht das Problem das letzte Mal schon? Uschi hängt immer noch fest dort oben. Uschi, was machst du denn hier? Geh doch bitte weg. Also das Ding hier ist auch wirklich... Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber das ist geil. Ist schon eigentlich wie so eine Achterbahn, so eine Attraktion, könnte man sagen. Wie so ein... Ach guck mal, die putzt von hier oben. Okay, vielleicht lassen wir den Stuhl erstmal einfach da, weil irgendwie bleibt sie da drin hängen. Aber ich meine, okay, wenn sie von da oben sauber macht, dann bin ich auch mit zufrieden. So, oh guck mal, wir haben jetzt schon wieder 14.000. Okay, ne? Das ist schon... Also wir verdienen schon sehr gut gerade. Das ist für den Tankstellengeist. Stimmt, wir haben ja einen Tankstellengeist. Ich hab's vergessen. Guck mal, und die Regale, die sind wirklich auch fast voll. Fast. Also sie kommen auch wirklich hinterher, die Regale wieder aufzuräumen. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Warte mal, wie sieht's mit den Produkten aus? Okay, die werden aber auch wirklich unnormal abgesahnt, ne? Also, ihr kauft wirklich sehr viel ein, Chat. Sehr viel. Muss man sagen. Bye bye. Ja, ich bin halt ein bisschen am Überlegen jetzt, ne? Also, okay, der Tag ist jetzt schon wieder fast rum. Macht es Sinn? Chat, auf was sparen wir als nächstes? Alter, Adelina! Auch noch mit 5 verschenkten Subs hier um 2 Uhr morgens. Ich fass es nicht. Oha! Und Twitch setzt nochmal 1 Sub obendrauf. Also, ich finde, also Adelina, da hättest du aber mehr verdient, oder? Die hätten sie nochmal ein bisschen obendrauf legen können als nur einen. Adelina, vielen, vielen, vielen Dank für die 5 verschenkten Subs. Und das einfach um 2 Uhr morgens, hör mal. Das ist ja Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Also da geht ganz, ganz viel Liebe raus an dich. Vielen Dank. Chat, für alle Menschen, die noch nicht eingeschlafen sind. Einmal die Händchen unter der Decke hochheben und mal eben ein Herz in den Chat ballern. Ich danke dir, Mann. Wirklich viel, viel Liebe geht raus. Das ist also der sogenannte Nachtzuschlag. Okay, Süßigkeiten haben wir auch noch. Eine neue Rechnung ist angekommen. Warte mal, warum habe ich eine Rechnung? Habe ich irgendwas verbrochen? Habe ich was verpasst? Steuer! Okay. Steuer! What's up? Bäh! Warum bezahle ich denn sowas? Nee, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ich würde sagen, das nächste Mal bezahlen wir die einfach nicht mehr. What's up? Hello. Ich würde sagen, das nächste Mal bezahlen wir die einfach nicht mehr. Das war eine einmalige Sache, dass ich das bezahlt habe. Nicht bezahlen. Ob die das so einklagen oder so? Eigentlich müssen wir das wirklich mal ausprobieren. Das wäre schon lustig. Was dann wohl passiert? Also nachts. Boah, ich hab sofort... Alter! Junge, das hätte ich fast vergessen. Ich wollte gerade sagen, ich bin wieder fast zusammengezogen, als ich gerade die Polizeisirene gehört habe. Aber wir haben ja wirklich noch Drogen im Regal gehabt. Ich dachte, die sind gar nicht mehr hier. Alarm! Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch hier sind. Ich dachte, ich habe die weggetan. Ach du Scheiße. Ja, okay. Also ich würde sagen, ich sende die jetzt einfach mal alle zur Halle eben. Weil ich meine, da brauchen wir sie ja sowieso. Hier sind die eigentlich egal jetzt, weil wir haben ja jetzt wieder einen Piloten. Ich glaube, ich hatte die ins Regal reingetan, weil wir so viele hatten und weil wir keinen Piloten hatten, weil der Pilot gestorben ist. Ich schätze mal, deswegen hatte ich die da. Okay, hier sind aber keine Pakete mehr. Das ist ja eigentlich schon mal sehr gut. Weil sonst hätten wir jetzt noch mehr. Jula liegt einfach mitten auf der Straße und schläft. Ja, doch, das sieht ihr ähnlich. Okay, aber wie sieht's denn hier aus mit wirklich Dingen, die wir noch kaufen können? Sonama und Markt. Tankstelle? Also,
Wir haben zwei Kassen, die bringen uns aber gerade noch nichts. Regale haben wir alle. Kastenregale fürs Lager können wir noch 8 kaufen. Sind aber gerade eigentlich auch ziemlich unnötig. Wir haben alle Solarpanel, wir haben alle Ladestationen, wir haben alle Luftpumpen. Wir haben alle Windgeneratoren, wir haben alle Batterien, wir haben alle Wasserpumpen, wir haben alle Wassertanks, wir haben... Klimaanlagen haben wir noch offen. Wir haben noch Lufterfrischer. Okay, ich hole einfach mal noch 2 Klimaanlagen. Wir haben noch 3 Sprengler. Rauchverbotsschilder haben wir noch welche. Mülleimer können wir auch noch platzieren. Alter, wir haben 68 Deckenslots für, also so Deckenlampen. 4 Fernseher können wir noch kaufen. Ein Tankstellenschild. 34 Überwachungskameras. 9 Geldautomaten. Ja komm, ich hole einfach nochmal 2 Geldautomaten. Wir haben alle Überdachung, wir haben alle Spielzeugmaschinen, wir haben die Süßigkeitenmaschine. Diese Pflanzenerdenstücke sind scheiße. Wir haben ein Willkommensschild, was wir noch kaufen können. Alter, das haben wir noch gar nicht. Das kaufe ich jetzt. Okay, das Drehkreuz haben wir. Wir können noch eine Flagge kaufen. Die ist aber sehr teuer. Deswegen kaufen wir sie jetzt einfach. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was das alles für Produkte sind. Alter, jetzt haben wir aber einen Großeinkauf gemacht noch. Der Pilot ist gestorben. Ja, dem fehlt ein Arm. Nee, okay. Ich dachte gerade, Mitarbeiter, Arm verloren. Nicht gut. Ja, wir haben tatsächlich ein großes Problem gehabt. Ich glaube, das war in der letzten Episode von Pumping Simulator. Da ist uns tatsächlich der Pilot weggestorben, ja. Also, falls du das noch nicht gesehen hast, solltest du dir das unbedingt ansehen auf YouTube. Wir haben auch, also wir, nee, ich spoilere dich jetzt nicht weiter, aber wir haben extra tatsächlich sogar noch was gemacht, deswegen. Vielleicht guckst du das nach, wenn du Bock drauf hast. Rieke, einen wunderschönen guten Morgen. Hey, alles klar bei dir? Alter, Domi auch noch mit 5 verschenkten Subs. Yo, dankeschön, Mann. Thank you. Und Twitch legt nochmal einen Sub obendrauf. Ey, Chat, Mann, ihr seid wirklich viel zu großzügig. Warte mal, ganz kurz noch, bevor ich das vergesse. Domi und Adelina, ihr zwei habt jeweils 5 Subs verschenkt. Möchtet ihr... Ah ne, Adelina habe ich sogar schon verewigt. Domi, möchtest du verewigt werden an unserer Pumping-Simulator-Wand? Möchtest du das? Weil dann mache ich das eben. Danke dir für den Support, Mann. Einfach so als Dankeschön für den Support, mein Bester. Wie gesagt, wir haben das immer gemacht halt so, wenn halt die Leute, wenn wir Pumping-Simulator gespielt haben, einfach einen Sub verschenkt haben. Also es müssen jetzt keine 5 sein, einfach generell einen Sub einfach. Sicher? Okay. Dann werde ich mal eben noch Domi verewigen. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für den Support, mein Bester. Dankeschön. Oh mein Gott, was war das? Das war schon wieder dieses komische Geräusch. Ghost! Alter, du hättest nicht 5 Subs verschenken müssen. Doch, doch. Hey, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Mann. Dankeschön. Mein lieber Sportsfreund, der Hype-Train startet. Wer zu viel Geld hat, rein da. Es kracht und pfeift. Alle einsteigen. Es kracht und pfeift. Hans hat vollkommen recht. Dankeschön, Ghost, auch nochmal für die 5 verschenkten Subs. Und Twitch legt nochmal einen oben drauf. Okay, warte mal, dann muss ich auch nochmal ganz kurz. Okay, ganz kurz deinen Namen kopieren, weil du hast den mit so, mit einer 3 noch geschrieben und so, zack. So, dann haben wir auch noch Ghost mal eben verewigt. Bitteschön. Und Dankeschön für den Support, meine Lieben. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Das hat sich überlappt. Ach, hat der... Nee, warte mal, was hat sich überlappt? Eigentlich ist, glaube ich, in der Szene hier ist, glaube ich, gar nicht der Hype Train drin eigentlich, oder? Herr Chat, habt ihr den Hype Train, also habt ihr das gesehen? Ich glaube, der ist hier gar nicht in dem Overlay drin, oder? Ich glaube, der ist nur im Just Chatting Overlay. Aber auf jeden Fall wirklich vielen, 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 vielen Dank für den Support, Chat. Wirklich, Alter. Und das wieder einfach um 2 Uhr morgens. Ihr seid wirklich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für alles, Mann. Krass. Einfach nur krass. Da macht man hier mal wieder eine cozy Nachtschicht mit euch und ihr schießt hier mal wieder so viel Support rein. Was soll ich dazu noch sagen? Schön, dass ihr einfach da seid. Wirklich, bedeutet mir sehr viel.
Ich hatte für Isabel auch einen Sub geschenkt, aber Ghost war schneller und Twitch hat trotzdem meine 4,49 abgezogen. Heavy. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Du hast einen Sub verschenkt und der... Ich hatte für Isabel auch einen Sub geschenkt, aber Ghost war schneller und Twitch hat trotzdem meine 4,49 abgezogen. Das checke ich jetzt nicht. Also, bei mir ist jetzt kein verschenkter Sub. Ich weiß jetzt nicht genau, wie du das meinst. Okay, Geld haben wir aber alles. Neue Produkte brauchen wir, glaube ich, auch. Na, das sieht eigentlich ganz gut aus. Alter, wir haben 27 Drogenpäckchen auch noch, ne? Scheiße. Ey, wir müssen eigentlich, müssen wir wirklich diesen Flughafen erweitern, weil wir haben einfach, wir haben zu viele Drogen. Wir brauchen noch ein Flugzeug, was die Drogen wegbringt. Vor allem ist es auch eine sehr schöne Nebeneinnahmequelle, muss man sagen, ne? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich kaufe nochmal eben ein Tier, dann können die das da die Nacht über, können die das nochmal eben einlagern. Xenox! Alter, Xenox auch noch. Mit 5 verschenkten Subs. Und Twitch liegt... Also Chat, Twitch ist aber heute, muss ich sagen, ein bisschen geiziger, oder? Heute legen sie nur einen Sub drauf. Bis jetzt einfach, irgendwie, ihr habt, glaube ich, jetzt 3 oder 4, 5er Subbombs dagelassen. Sie haben immer nur einen draufgesetzt. Gemein. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Dankeschön, Xenox, auch noch für die 5 Verschenkten. Und Annalena auch noch mit 2 Verschenkten. Ey, Junge, Chat, ihr so, was ist denn mit euch schon wieder? Was ist denn schon wieder mit euch? Junge, 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 Junge. Das einfach in so einem absoluten Crack-Nachtstream. Das ist ja unnormal. Vielen Dank. So, wir müssen nochmal eben unsere Babys abfüllen mit Zuckerwatte. Kat, einen wunderschönen guten Abend. Okay, also noch einen Tag, dann können wir auch wieder einen von denen versklaven. So, Liebelein. Ah ne, die bekommt ja ein Blümchen. So, bitteschön. Freundin ist wieder happy, also sind wir auch happy. Und Kevin, einen wunderschönen guten Abend. Ey, Chat, wirklich vielen, vielen Dank nochmal für alle verschenkten Subs. Xenox, bist du denn schon verewigt oder möchtest du verewigt werden? Ich weiß jetzt nicht, ob du schon verewigt warst. Ich frage vorsichtshalber nochmal nach. Ich habe jetzt aber niemanden vergessen, oder? Hier ein kleiner Witz, heute war Schrottwichtel im Kindergarten. Wir sind die neuen Eltern von Kevin. Ist es dumm. Das ist bodenlos. Ich bin noch nicht sehr gerne würdig. Alles klar, Xenob. Und zum Glück frage ich nach. Das hättest du sagen müssen. Zum Glück habe ich jetzt nachgefragt, hör mal. Okay, dann verewige ich dich natürlich auch noch. Ich dachte, du bist da schon drauf, weil du bist jetzt auch schon so irgendwie lange in den Streams dabei. Ich dachte, du bist da auch irgendwie... Nee, tatsächlich. Xenox ist noch nicht drauf. Ja, dann natürlich. Ballern wir dich drauf. So. Xenox. Zack. Kopieren. Einfügen. So, wunderschön. Tada. Unverewigt. Ey, ich wünschte, dass es sowas auch im normalen Supermarkt-Simulator irgendwann geben würde. Ich fände das voll geil, auch so eine Wand im normalen Supermarkt-Simulator zu machen. Das wäre voll schön, euch da so zu verewigen. Ey, aber... Unser Setup da oben sieht auch wirklich sehr stylisch aus. Mitten auf dem Klo, muss ich sagen. Ist toll. Finde ich super. So, Chat, fangen wir noch einen neuen Tag an, ne, Mädel? Was sagst du dazu? Uschi arbeitet wieder von da oben aus. Der Tankstellengeist ist auch wieder aktiv. Die Regale sind komplett gefüllt. Boah. Ah, hier fehlt noch was. Krass, aber die Regale sind sehr gefüllt. Das ist natürlich cool. Chat, Ausrufezeichen NPC, dann könnt ihr wieder an der Tankstelle erscheinen. Anne und Pommes sind sofort wieder am Start hier. Cassie, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mir das neue FIFA geholt auf PC. Erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um das Spielbar einzustellen. EA gibt sich echt keine Mühe mehr. EA kannst du komplett vergessen. Also jetzt generell seit dem letzten Battlefield und seit dem letzten Star Wars. Also das ist wirklich einfach noch bodenlos, was die veranstalten. Aber gut, dass du es dann doch irgendwie zum Laufen gebracht hast. So, Chat. Ich habe so viele Sachen eingekauft, die sollten wir jetzt vielleicht auch mal hinstellen. Das habe ich total vergessen. Guck mal hier, ich habe hier ein Willkommensschild noch gekauft. Das kennen wir noch gar nicht.
Ach scheiße, das passt nicht rein. Ihr seid geil. Alter, das kann man, da kann man auch eine Animation. Ich kann das Ding unsichtbar machen. Okay, das ist faszinierend. Geil! Ihr seid geil! Und Domi nochmal mit einem verschenkten Sub. Einfach an Cassie. Dankeschön! Okay, Chat, also wir haben jetzt sogar einfach einen Willkommens. Dekorationsschild. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ach ja, wir haben ja auch diese Cola-Automaten hier, die Getränkeautomaten. Stimmt, die haben wir mittlerweile auch. Ey, wir haben so coolen Shit mittlerweile. Okay, Motoröl, Zigaretten, Geldautomaten, 2 Stück, die brauchen wir. So, dann lass uns die auch nochmal eben platzieren. Für die 70 Euro für FIFA sollten mir jemand vorbei... Für die 70 Euro, die ich für FIFA ausgeben habe, sollten die mir jemanden vorbei schicken, der das fixt. Das kannst du bei EA wirklich komplett vergessen. Chat, dankeschön. Dankeschön für den ganzen Support. Ey, einfach Hype Train Level 5. Und das einfach um 2 Uhr morgens. Ihr seid wirklich der Hammer, Mann. So, warum auch immer kann ich die Dinger nicht richtig platzieren. Die konnte man aber nicht, schade, konnte man nicht upgraden. Naja, egal. Vielen Dank nochmal, Chat. Ganz, ganz viel Liebe an alle. Ich warte lieber auf das neue Assassin's Creed. Xenox, das ist auch gefährlich. Ubisoft. Das ist auch sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob du das alles mitbekommen hast, so Assassin's Creed, aber auch sehr gefährliches Pflaster, bin ich dir ehrlich. Freu dich lieber aufs neue Ghost of Tsushima, wenn dich das Setting interessiert, weil ich glaube, da, das ist wirklich so Peak Gaming, was das angeht. Ich habe dir als Beweis geschickt auf Insta, dass es sich überlappt hat mit Ghost. Wollte doch nur auf die Wand, Mensch. Hä, aber bist du nicht schon auf der Wand? Und vor allem, also ich check nicht genau, also was heißt, das hat sich überlappt mit Ghosts? Weil ich meine, das gibt es doch gar nicht bei Twitch. Ich meine, so viele Kanäle haben teilweise ja wirklich Momente, wo Leute einfach 50 Subs verschenken. Also wie zur Hölle soll sich das denn überlappen? Und das gerade in so einem kleinen Kanal wie bei mir. Warte, ich guck mal ganz kurz. Okay, also, du siehst die Uhrzeit und es hat sich... dann, also ich meine, ich check nicht genau, ob das jetzt wirklich so ist, aber vielleicht machst du einfach mal Problem melden dann und guckst einfach mal. Aber es ist schon irgendwie sehr, also die Situation, glaube ich, habe ich noch nie gehört. Bei Gronkh wird das manchmal eine Stunde erst nach dem Kauf angezeigt. Ja, aber das ist schon irgendwie sehr verwirrend. Oh cool, wir stellen mittlerweile auch echt viel Limonade selber her. Das ist ja perfekt. Junge, bald leben wir komplett autark. Bei Ubi gab es in letzter Zeit viele Gerüchte von Mobbing im Büro etc. Ist mir sehr unsympathisch geworden, die Firma. Also Ubisoft ist generell... Also Ubisoft, ich habe das letztens auch... Ich glaube, gestern haben wir da ganz kurz drüber gesprochen. Die Firma stürzt gerade wirklich komplett ab. Und also Assassin's Creed haben sie ja jetzt verschoben, weil die, glaube ich, einfach, das Spiel ist, glaube ich, einfach komplett nicht fertig. Und die haben so viele Dramen mit diesem Game bis jetzt. Ich weiß nicht, Mann. Also alles, was da bis jetzt so passiert bei Ubisoft, ist ganz komisch. Gerade auch jetzt mit dem neuen Assassin's Creed und so. Also da würde ich wirklich dreimal aufpassen, mir das zu kaufen. Und sowieso niemals vorbestellen. Das ist immer der größte Fehler. Niemals vorbestellen. Da sind halt 1000 Subs in 5 Minuten oder so. Ja, also deswegen, ich kann mir das gar nicht erklären, dass sowas passiert bei so einem Mini-Kanal wie mir jetzt. Aber sehr interessant. So, hast du noch ein bisschen Geld? Geht. Perfekt. So, auf Lager haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen. Jetzt haben wir 11.000. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht... Ey, Chat, sollen wir dieses Ölding holen? Wie teuer war das? 20.000, oder? Sollen wir das einfach mal ausprobieren? Und wir sparen da jetzt einfach mal kurz drauf und gucken mal, was passiert. Aber es sieht so gut aus. Ich wünsche es für alle Assassin's Creed-Fans... Also ich bin ehrlich, ich zähle mich irgendwie nicht mehr wirklich darunter, obwohl ich die Assassin's Creed-Teile wirklich geliebt habe damals.
Ich hoffe, dass es gut wird, aber echt alles, was mit Ubisoft irgendwie in Verbindung steht und was man so sieht, ist irgendwie alles ganz unangenehm, finde ich. Ja, ist irgendwie alles nicht mehr so toll. Kann ich mich da jetzt eigentlich wirklich einfach so draufsetzen? Verwendung. Nice. Geil. Ich hole mir einfach den Ubisoft Game Pass. Ja, ich denke, das ist auch das Beste, was du machen kannst. Zockst das einfach mal eben durch oder so und spielst es an. Entweder ist es halt Arsch und hast halt 17 Euro ausgegeben oder so, oder es ist halt geil und du zockst halt komplett durch dann im Monat. Ist halt auf jeden Fall besser als 70 Euro dafür auszugeben, ne? Ach, Chat, es ist irgendwie manchmal einfach nur schön, sich hier hinzusetzen und dem Treiben zuzusehen. Also was hier abgeht, ne? Guck mal, aber die drei Putzdamen, die haben irgendwie Langeweile, ne? Die haben einfach gar nichts zu tun. Fällt mir gerade mal so auf. So, Zelda wird richtig durchpoliert hier gerade. wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder runter? Ah. Wie sieht's mit unserem Tank aus? Oh, scheiße. Ja, wir müssen sparen, aber ja, wir brauchen auf jeden Fall Tank. So, hier sind nochmal 2000 drin, das ist doch ganz gut. Ich will 20.000 haben. Ich will ein Ölscheich werden jetzt. Wie sieht's hier aus? Kann ich eigentlich selber auch... Guck mal, Zitronen. Kann ich die eigentlich selber auch pressen? Funktioniert denn der Bums? Ah, hier. F drücken, Vorgang abschließen. Krass. Alter, ich habe dafür einfach eine Errungenschaft bekommen. Hinzufügen. Alter, das dauert aber. Das ist ja... Oh. Zwei Limonade. Ach, man kann die sofort daneben stellen? Oh mein Gott, das Ding ist aber ein bisschen friemelig. So. Nee, na, warte mal. Nein, das will ich doch gar nicht. Nein, was... Was passiert hier? Ich will die doch hinzufügen. So. Hinzufügen, abschließen. Okay, cool. Die werden dann sofort dort... Alter, das sind 313 Zitronen? Oh Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Ich drücke immer die falsche Taste. Das ist irgendwie so nervig. Eins auswählen, so. Und rein da. Das ist immer so im Wechsel. Zack. Auswählen, hinzufügen, hinlegen, abschließen. Boah, das ist ja voll der Krampf. Aber trotzdem irgendwie lustig. So, jetzt haben wir einfach sechs Limonaden. Mond, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, herzlich willkommen in der Nachtschicht. So ist es nämlich. Hier wird ordentlich geschuftet um diese Uhrzeit. Oh, unsere Getränke neigen sich dem Ende zu. Das ist gar nicht okay. Scheiße, aber ich will sparen. Aber unsere Getränke gehen langsam zu Ende. Oh mein Gott, wir haben fast 20.000. Okay, ich muss aber nochmal eben Getränke nachbestellen. Das bringe ich nicht übers Herz, wenn hier keine Getränke mehr da sind im Lager. So, 27 Drogen haben wir noch. Wolf, Chat, habt ihr gesehen, dass... Also, wir haben keine Benachrichtigung bekommen, dass Wolfgang wieder zurück ist, oder? Nee, ne? Die 5 Euro, die jetzt weg sind, tun mir nicht weh, okay. Jedoch ist es wirklich so passiert, wie ich es gesagt habe. Also wie gesagt, ne, schreib da einfach mal den Support an, weil du, also auf dem Screenshot konntest du ja Problem melden machen. Und ja, ich meine, ich denke mal, dass ich trotzdem den Anteil davon bekomme, denke ich jetzt mal. Also danke dir natürlich da, ein Küsschen geht raus an dich für den Support. Bist du denn sicher, dass du hier noch nicht stehst? Nee, du stehst hier wirklich nicht, ne? Nee, hier nur die andere Adelina steht hier. Ja, okay, komm, dann verewige ich dich auch nochmal kurz. Weil ich meine, wenn du schon den Sub dagelassen hast, dann, ja, musst du da natürlich dann auch verewigt werden. Zack, verewigt. So schnell geht's. Hatte ich hier, Chat, hatte ich nicht noch mehr Sachen gekauft? Ah ja, hier eine Flagge. Guck mal, eine Flagge habe ich gekauft. Hier ist sogar noch ein Sessel drin, ein Moppenschwamm. Klimaanlagen haben wir auch noch. Wo kommen die denn überhaupt hin? Kommen die in den Markt? Ach, die kommen ins Büro. Ja, das Büro finde ich irgendwie total langweilig bis jetzt.
Dark Knight, mach's dir auf jeden Fall gemütlich und pass auf dich auf. Und wir haben einfach schon wieder nach 2 Uhr jetzt mittlerweile. So. Dann tun wir die da hin und die andere kommt noch ins Büro. Und wo kommt die Flagge hin? Und vor allem, warum sieht das aus wie Yoda oder so? Saskia, einen wunderschönen guten Morgen. Ach du Scheiße. Einen wunderschönen guten Morgen. So, darf ich hier mal rein? Guten Tag. Flagge, wo kommt die hin? Oh, die kommt auf die Tanke drauf. Oh, das ist ja geil. Was? Ey, hör auf, hier rumzuhuben. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, hä? Verpiss dich. Junge, überfährt einfach Mulm fast. Was ist denn da los? Okay, die Flagge ist ja unnormal cool. Vor allem, wie cool die auch mit dem Wind weht. Das sieht richtig geil aus. Okay, davon können wir auf jeden Fall sogar noch eine kaufen, ne? Was haben wir hier? Zitronen. Ey, wir haben hier einfach überall Zitronen liegen. Wir haben einfach viel zu viele davon. Wow, eine Flagge. Ja, wir haben eine Flagge. Mir geht's soweit gut, Saskia. Ich hoffe dir auch. Ich bin nur, also langsam merke ich auf jeden Fall, dass es schon sehr spät geworden ist. Aber der Stream war auf, also bis jetzt auf jeden Fall wieder sehr, sehr gemütlich. Ich habe noch ein Tankstellenschild gekauft. Was auch immer da... Ach, das ist so eins, was man sehr beschriften kann, ne? Okay, und wir haben noch Mülleimer. Die müssen wir auch noch eben platzieren. Hallo? Hä, warum lässt du die entfallen? Hä? Was soll das? Der lässt die Sachen immer fallen. So. Zack. Kommt rein, ihr Geilen. Perfekt. Dann hätten wir das auch. Konnte man das upgraden? Oha! Das wusste ich gar nicht. Wie geil! Katze, einen wunderschönen guten Abend. Da schallert das Sodbrennen rein, wenn ich das hier gerade richtig lese. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Das habe ich auch manchmal, je nachdem, was ich gegessen habe, richtig, richtig dolle. Geht eigentlich Ausrufezeichen NPC? Ja, sollte gehen. So, hier noch ein Mülleimer, hier noch ein Mülleimer und hier noch einer. Und hier. So, dann hätten wir die Mülleimer auch noch. Alter, das Ding sieht richtig, richtig stylisch aus. Geil. Jetzt müssen wir eigentlich halt noch das da hinten upgraden, aber das machen wir mal anders. Hier, also Maxi ist da. Doch, also funktioniert, oder? Da hinten läuft auch noch irgendjemand von euch. Also scheint zu funktionieren. So, Chat, wir haben jetzt 22.000. Okay, sollen wir es machen, Chat? Okay. Sollen wir es machen? Wir machen's. Ich will sehen, was passiert. Warte mal. Tankstelle. Okay, wir sind gerade so ungefähr bei 600%. Ich will sehen, ob das jetzt wirklich Benzin pumpt, das Teil, oder keine Ahnung, Öl halt eben, was wir dann vielleicht benutzen können. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Okay, Wolfgang ist immer noch nicht zu Hause. Oh mein Gott, ich hoffe wirklich, dass der nicht auch noch abgeschossen wird, ne? Wenn das passiert, dann heul ich. Ich müsste eigentlich auch ins Bett, muss morgen früh noch Brownies machen und dann geht's... Haben wir gerade das Gleiche gesehen? Dann geht's zum Nürburgring, ein paar Autos fotografieren, will aber noch weiter gucken. Boah, Xenos, Mann, dann sollst du vielleicht wirklich langsam schlafen gehen, Mann. Also ich werde auch nicht mehr so lange machen, weil, ich meine, wir haben ja schon wieder 14:45 jetzt. Was ist gerade mit diesem Baum passiert? Ist das ein Geheimnis oder so? Oder was war das? Die peitschende Weide? Wie, was war denn mit dem Baum los? Der ist einfach plötzlich da, der hat so gemacht. Keine Ahnung. Ist wirklich einfach die peitschende Weide aus Harry Potter war das, ne? Okay, Chat, 20.000. Ab jetzt dürfen wir uns Ölscheich nennen. kostet das nächste Upgrade. Okay, ich glaube, das ist mit Abstand das teuerste Upgrade, was wir bis jetzt gesehen haben im Game, oder? Holy shit. Okay, Zustand 100%. Warte mal, das Ding kann kaputt gehen?
0,7%. Was bedeutet das? Aber Zustand 100%, das heißt, das Ding geht auch kaputt. 1,1%. Ja, aber... Es... Passiert da irgendwas? Muss man das da rausholen? Oder meint ihr, dass er das jetzt einfach so macht? Oder kann man das erst ab 100% vielleicht benutzen oder verwalten oder verkaufen? Vielleicht kann man das auch nur verkaufen, das ist gar nicht für die Tankstelle. Oh, Chat Wolfgang ist wieder da. Okay, ja, dann müssen wir gucken. Weiß ich nicht. Ich mach mal ganz kurz hier einen Spielstand fürs Thumbnail. Tag 61, Öl. Oder auch nicht, Oil. So, einmal ein bisschen Oil. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen planlos. Könnte alles bedeuten, ne? Ich weiß nicht. So, wo ist denn Wolfgang? Ist er schon... Ach, da ist er ja! Wolfgang, mein Bester! Hast du gute Arbeit geleistet? Sehr schön. 3000 nochmal oben on top. So lobe ich mir das. Können wir den nochmal eben einlagern? So, können wir nochmal eben ein paar Päckchen reinballern? Ich würde auch sagen, wir schicken den sofort wieder auf Reise, oder? Ich würde sagen, da fackeln wir jetzt gar nicht lange. Und wir schicken den sofort einfach nochmal los. So, nachfüllen, Ziel ändern, Norwegen, los geht's. Mein Bester, ich weiß, du musst hier büffeln, aber wir sehen uns ganz bald wieder. Lass dich nicht umbringen, mein Bester, ne? Ich fühle mich direkt wie ein Scheich aus Dubai. Ja, ich muss eigentlich auch, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Gewand tragen. Die tragen ja immer so ein besonderes Gewand. Boah, hier ist aber auch noch richtig was los. Sehr schön. Wie sah es eigentlich hier aus? Okay, das Ding habe ich voll geupgradet. Oh nein, ich habe... Ah, das hatte ich alles, ne? Ich meine, die Zapfsäulen können wir auf jeden Fall noch upgraden. Ja, die Zapfsäulen sind auf jeden Fall auch noch upgradebar. Das ganze Gebäude an sich ist aber auf Full Level. Oh, 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 oh. Ja, ja, sehr viel Full Level auf jeden Fall mittlerweile, ne? So, oh, unsere Produkte neigen sich auch dem Ende zu, sehe ich gerade. Warte mal, waren wir so lange weg? Hatte ich nichts Neues geholt? Ach, ich hatte gar nichts Neues geholt. Ach so, ich dachte, ich hatte noch was geholt, bevor ich gegangen bin. Ja, das geht natürlich nicht. Da müssen wir eben nochmal eben auffüllen. Ich glaube ja... Glaubt ihr, die kümmern sich um diese Automaten? Also ich meine, 48 von 80. Es könnte gut sein, dass die sich nicht darum kümmern. Ich hatte ja letztens irgendwie das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich nicht darum kümmern. So, ich übernehme das jetzt einfach selber. Ich packe das da jetzt selber rein. So. Okay, was haben wir noch? Mineralwasser. Ja, packen wir noch mal ein bisschen Mineralwasser in den Automaten. So, dann hätten wir das. Den ballern wir auch noch mal eben voll. Dann sind die auch noch mal komplett aufgefüllt. Einfach wie viel aber da drin ist auch, ne? Also guck mal, 60, 60, 60 und hier 80. Und hier wird geschossen. Caro, einen wunderschönen... Na, das war falsch. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, nee, also der Glasreiniger muss, glaube ich, nicht gekühlt werden. Und Motoröl auch nicht. So. Ach ja, stimmt, das war ja auch die Bestellung, die gar nicht gekühlt werden muss generell, ne? Das waren, glaube ich, generell einfach nur die normalen Produkte. Chat, macht ihr morgen irgendwas Besonderes oder ist bei euch morgen einfach wirklich richtiger Sonntag angesagt? Chillen. Schlafen, sage ich jetzt mal. Abgammeln. Ich glaube, bei uns ist morgen... Ich weiß gar nicht.
Es könnte sein, dass ich vielleicht morgen irgendwie doch nochmal mit meiner Familie zusammen esse. Weiß nicht genau. Und sonst glaube ich, also morgen sind halt die Counter-Strike-Finals. Also die werde ich auf jeden Fall mal gucken, denke ich. Ich glaube, die fangen ab 16 Uhr an. Also da werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit rein investieren und mich da einkuscheln schön. Weiß auch gar nicht, wie das Wetter morgen wird. Aber vielleicht regnet es ja, dann würde das eigentlich sehr gut passen. Alter, warum sind die Regale hier so leer? Das kann ich nicht akzeptieren. Chirurgie lernen. Uiuiui, was ist da los? Wie ist das Wohlbefinden? Mein Wohlbefinden ist gerade soweit gut. Ich hoffe, bei dir auch. Ich freue mich jetzt gleich auf jeden Fall auf mein Bett. Chillen, zocken, Hund knuddeln. Ja, ich wollte auch, also jetzt wo du es sagst, auch mit dem Zocken. Ich wollte auch eigentlich irgendwie nochmal ein Spiel für mich selber haben, weil ich so alleine zocken kann. Aber, ja, weiß nicht. Vielleicht mache ich noch ein paar Witcher-Aufträge oder so Hexer-Aufträge. Mal gucken. Hab einen richtigen Wellness-Tag. Oha. Haare färben bis Fußmaske ist alles dabei. Was ist eine Fußmaske? Ich wusste nicht mehr, dass sowas existiert. Krass. Also, warte mal, warum klopft Jula? Chat, ich werde verarscht in diesem Haus. Okay. Jula klopft einfach, weil sie rein will. Ich habe die doch rausgelassen. Ich habe sie doch reingelassen. Irgendjemand hat sie rausgeholt und jetzt klopft die wieder. Bro, was ist hier los? Okay. Let's play. Ich verstehe das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Komisch. Okay, ich dachte vielleicht so, es ist vielleicht ein bisschen billiger, wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, Benzin kaufen, aber macht jetzt nicht den Eindruck. Also 1800 ist trotzdem irgendwie schon sehr viel Money, ne? Also scheint jetzt auch irgendwie das Ganze nicht billiger zu machen. Ich verstehe, was bringt uns dieses Ölding? Ob wir das wirklich einfach nur verkaufen? Preise, Hotel, Drehkreuz, Geldautomat, Hotel. Hier ist aber nichts mit Öl, ne? Kraftstoff, aber das ist ja einfach nur der Kraftstoff, den wir verkaufen. Also, ne, der betankt wird. Dann sind die Füße weich und gepflegt. Ja, also, keine Ahnung, Mann. Das habe ich nicht gewusst, dass sowas existiert. Hallo. Wenn ich Glück habe, reicht das Internet, um die Finals am Ring zu gucken. Hast du eben Navi vs. Face geguckt? Ja, habe ich geguckt. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, dass Navi da weitergekommen ist. Haben sie sehr gut gemacht. Also haben sehr gut gespielt. Ich glaube, ich muss einen... Warte mal. Ich glaube, ich... Habe ich einen... Habe ich nicht, ne? Ich brauche ein Preset, wo ich wirklich nur Wasser habe, eigentlich. Und vielleicht Wein oder so. Weil jedes Mal habe ich das Problem, dass das Eis mit drin ist, aber Eis ist nicht gut. Weil Eis wird schlecht die ganze Zeit bei uns. Deswegen, eigentlich bräuchten wir ein Preset, wo wir hier 250 Wasser haben wir noch auf Lager. Ja, okay, aber das reicht eigentlich, ne? Ich dachte eben, wir haben noch so wenig. Ne, hier sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, die haben das bestimmt gerade... Nee, das verstehe ich jetzt gar nicht. Hier steht, wir haben 31 Wasser. Warum stand da jetzt gerade 250 Artikel auf Lager? Warum? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Sind die da irgendwie nicht mehr drin oder was? In diesem... Süßigkeiten, Waschmittel, Zitronen. Anubis haben die ja auch komplett abgerissen, wenn meine Jungs mal so diszipliniert spielen würden. da schallert's. Chat, ich check gerade irgendwie nicht so ganz, was das mit dem Wasser auf... Ach so, das ist da...
Ist das Wasser in den Automaten deswegen? Ich check gerade nicht, warum da gesagt wird, ich habe 250 Wasser. Ist das vielleicht, weil diese Automaten mitgerechnet werden oder so? Ja, hier habe ich nur irgendwie abgecracktes Erdbeereis. Hier habe ich gar... Nee, wir haben das Wasser nicht. Ja, dann wird das bestimmt in den Automaten dazu zählen, denke ich jetzt mal, ne? Oder heißt das, die sind auch im Laden drin? Cola? Ja, das heißt bestimmt, dass die auch im Laden drin sind, ne? Vermute ich jetzt einfach mal. Boah, ich hab doch keine Ahnung, egal. So, ich kaufe jetzt einfach mal Energies hier und hier, Bier will ich auf jeden Fall noch haben. In dem Preset. Und Wasser. Wasser ist auf jeden Fall mega wichtig. Ja, dann hätten wir auf jeden Fall eins, wo wir einfach die ganze Zeit richtig schön mit Flüssigkeit verkaufen können. Bisschen Flüssigkeit. So, machen wir auf Preset 1. Nein! Oh Mann! Scheiße! Ich muss es erst löschen. Okay, also nochmal von neu. Mineralwasser. Und... boah, ist das so teuer? Alter, der Wein ist so teuer. Och, du Scheiße. Okay, das ist krass, dass er so teuer ist. Ja, Bier will ich auf jeden Fall noch haben. Und noch mehr Wasser will ich haben. Boah, aber dann haben wir auch wirklich hier ein fettes Getränke-Preset. Cola noch auf jeden Fall. So, und das sperren wir jetzt auf der 1. Perfekt. Lassen wir ins Lager liefern und dann hätten wir das auch. Diese Kühltruhen geben mir so True-Crime-Vibes. Eieiei. Wie sieht es eigentlich mit unserem Eis aus? Okay, Eisvorräte sind auch aufgefüllt. Das ist eigentlich schon mal super. Kraftstoff ist soweit auch nachgefüllt. Guck mal. Ne, hier gehen auch keine Prozente hoch oder so. Also es wird gerade nichts verbraucht. Aber die Ölpumpe lädt das auch nicht auf. Vielleicht muss man das abholen. Oder wenn man dann, ich sage jetzt mal, neuen Kraftstoff bestellt, vielleicht dann irgendwie wird das so abgezogen. Ja, oder man kann es halt wirklich einfach nur verkaufen, wenn es bei 100% ist halt. Und man verdient einfach damit Geld, indem man halt Öl verkauft, in dem Sinne. Aber ich bin mir da irgendwie sehr unsicher. Oh ja, guck mal. Wir haben einfach gar nichts mehr. Ach du heiliger Bimbam. Ja, also da müssen wir nochmal eben nachfüllen hier. Und ich würde sagen, Chat, da kommen wir auch langsam mal zum Ende. Ja, jetzt sehr schön. Jetzt haben wir wieder ordentlich Vorrat. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende, Chat. Wir haben einfach schon wieder 2:30. Aber war wirklich sehr, sehr geil mal wieder. Okay, hier sieht aber eigentlich soweit alles ganz gut aus. Wir haben also jetzt unsere erste Ölbohrstation oder wie auch immer man diese Dinger da nennt. Warte, ich laufe da jetzt nochmal hin. Ich will mir das nochmal kurz angucken. Ob ich da vielleicht irgendwie mit interagieren kann. Alter, was geht denn bei euch vier? Alter, was geht denn hier ab? Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Caro, schlaf gut auf jeden Fall. So, wir pimmeln jetzt nochmal ganz kurz darüber. Flugzeug ist unterwegs, ne? Ja, Wolfgang ist unterwegs, sehr gut. Hier war das, glaube ich, ne? Hier ist der Baum eben ausgerastet. Auch schon wieder mitten in der Nacht. Ah ja, hier ist das Teil. Okay, lass mal kurz gucken. Wie viel hat das jetzt... Aha. Drücken und halten Sie E um 25% Öl. Zustand 100%. Was heißt das? Warte mal, kann ich jetzt 25% hier... Ah! Geht das? Wow, warte mal, was? Okay, was bedeutet jetzt das? 120 Sekunden Übertragungszeit. Transfer zur Station. Left Inc. Right Inc. Achso, damit kann ich einfach Geld verdienen, ne? Oder? Ich glaube, das heißt jetzt, ich könnte die jetzt dort verkaufen. Schätze ich jetzt mal das Öl und dann würde ich das Geld bekommen. Das ist sehr wenig, wenn ich das hier richtig sehe. Also ich würde insgesamt gerade $41 bekommen, das ist ja nix. Ja, okay, dann mache ich jetzt mal Transfer zur Station. Übertragen. Ah, okay.
Also man muss dann da hinlaufen. Ja, okay. Also dafür ist dann natürlich wahrscheinlich dieser Manager wichtig, denn der leitet das, schätze ich jetzt irgendwie mal. Vielleicht gibt es da aber auch irgendwie einen speziellen Dude für, der dann da irgendwie für spezialisiert ist, das abzuholen oder... Ich könnte mir vorstellen, der Manager macht das vielleicht. Und dann wird das halt eben sofort entweder getradet und man verdient damit Geld oder das wird halt eben dann transferiert zu unserer Gasstation. Und dann haben wir halt eben da einfach das Öl. Okay, das ist cool. Aber das Update, also das Upgrade von 90.000 ist halt schon... Das ist schon wirklich krass. Also das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch was dauern, bis wir das haben. Okay, aber worauf... Was mache ich denn dann als nächstes, wenn wir spielen? Also ich meine, die 90.000 zusammenzukratzen ist komplett unnötig. Das dauert zu lange einfach gerade. Vielleicht mal einen Manager anheuern in der nächsten Folge, der sich dann darum kümmert vielleicht. Das wäre irgendwie eine Idee. Guten Tag. Weil sonst haben wir jetzt eigentlich wirklich mittlerweile fast alles, ne? Ja, eigentlich schon. Ich meine, man könnte halt noch diese Regale auch upgraden, sodass sie halt diese roten Striemen da haben, aber ich weiß jetzt nicht. Also klar, kann man auf jeden Fall noch machen, einfach damit es ein bisschen cooler aussieht, aber ist jetzt eigentlich auch nicht so wirklich eine Priorität, schätze ich jetzt mal. Chiara, einen wundervollen guten Abend. Skillen können wir, glaube ich, auch noch. Skillen können wir noch, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ja, und wir haben halt hier noch so Sachen wie 7 Geldautomaten. Keine Ahnung, ist jetzt aber irgendwie nicht wirklich interessant. Geldautomat, wir können uns noch eine Flagge holen, die ist ganz süß. Und sonst, ja, sieht sie eigentlich ziemlich leer aus, ne? Basketballkorb. Wir können noch 3 Tubemans kaufen, Katzenhaus können wir 3 Stück kaufen. Spieler-Upgrades, warte mal, wie sieht es denn mit den Skills aus? Wie funktioniert das nochmal? Tankstellenverbesserung, hier. Mehr Kunden zu Fuß. Okay, lass uns, komm, das machen wir einfach mal komplett voll. Also wir kriegen jetzt 40% mehr Kunden zu Fuß. Was, glaube ich, wirklich sehr viel ausmacht, diese 40%. Mehr Fahrzeuge. Am Bahnhof. Ich glaube, der Bahnhof ist dieser Parkplatz da vorne. Der ist aber gefühlt einfach immer voll. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Treibstoffkapazität können wir auch noch erhöhen. Mehr Mitarbeiter können wir auch noch machen. Ist aber ein bisschen doof, weil wir stellen sowieso eigentlich nur unsere Kinder an, weil das ist einfach besser und billiger. Hastige Kunden, dass sie sich schneller bewegen. Ja, okay, ich meine, das ist noch irgendwie cool vielleicht. Ja komm, ich upgrade einfach mal, dass die Kunden sich einfach ein bisschen schneller bewegen. Und noch ein Upgrade in mehr Fahrzeuge. Jetzt haben wir auf jeden Fall einige Upgrades. Und das würde jetzt eigentlich heißen, dass wenn wir jetzt das nächste Mal spielen, wir sehr viel mehr Kunden bekommen, theoretisch. Also sehr viel mehr Kunden. Okay, Mr. Geist, ich verabschiede mich von Ihnen. Schön, dass Sie mal wieder da waren. Und Chat, natürlich ihr auch und auch die YouTube-Zuschauer. Und damit würde ich sagen, klinken wir uns aus für heute. Es war ein sehr, sehr schöner und sehr gemütlicher, ruhiger Nachtstream. Aber die Nachtschicht war wichtig. Wir haben wieder auf jeden Fall einiges Fortschritt gemacht. Wir haben jetzt diese Ölbohrgedönse da. Wir stellen jetzt also auch unseren eigenen Kraftstoff her, was eine geile Sache ist. Ja, als nächstes geht es dann eigentlich eher nur darum, halt, ich sage jetzt mal, die Zapfsäulen zu upgraden. Vielleicht sogar wirklich dann diesen Manager zu kaufen. Und dann geht es wirklich dann sehr schnell in Richtung Ende, ne? Und dann heißt es vielleicht ein anderes Projekt finden, was man so suchten kann, wie den Pumping-Simulator in den letzten Monaten. Ne? Dann heißt es erstmal Abschied nehmen von der Tankstelle. Natürlich kein kompletter Abschied für immer, hoffentlich. Sondern an dem Spiel wird ja noch weitergearbeitet und es kommen ja auch noch Updates. Aber dann vielleicht erstmal ein vorübergehendes Lebewohl zum Pumping-Simulator, zur Tankstelle. Raststätte eigentlich ja auch mittlerweile. Okay, Chat. Dann sind wir raus für heute. Auch hier natürlich an meine lieben YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich speichere nochmal ganz kurz. Speichern als Tag 62. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit hattet. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, ich hoffe natürlich generell, dass ihr einfach viel Spaß hattet. Vielleicht auch ein bisschen gemütlich euch einmummeln konntet. War ja heute sehr, sehr gemütlich.
Und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht im nächsten VOD ja auch schon wiedersehen, wer weiß. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön für eure Zeit, YouTube. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht ja sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt, Yoshi und Chat zocken wieder irgendwas Geiles. Wir sehen uns. Dankeschön, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Tüdelü. Dankeschön.